Basierend auf dem Laplace'schen Entwicklungssatz werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man die Determinante einer großen N-Mann-N-Matrix schnell ausrechnen kann. Als erstes werden wir uns ein bisschen mit der Formel anfreunden. Ja, das ist das Prachtstück. Ist mir klar, wenn man sie jetzt nicht oft angewandt hat, dann sieht sie ziemlich unübersichtlich aus. Das erste, was Sie mitnehmen sollte aus dieser sehr langen Formel, ist, dass sie eigentlich in zwei Varianten auftaucht. Also, man kann einmal eine Entwicklung nach Zeilen machen oder eine Entwicklung nach Spalten. In diesem Tutorial werde ich mich nach den Spalten orientieren. Ich finde es persönlich ein bisschen angenehmer, aber das spielt keine Rolle, das ist einfach nur Geschmackssache. So, I ist die i-te Zeile und j die j-te Spalte. Okay, zu dem Formelaufbau. Als allererstes haben wir hier ein minus 1 hoch i plus j. Das ist das sogenannte algebraische Komplement. Und das bedeutet, jede Matrix ist versehen mit Vorzeichen. Die Vorzeichen sind nicht zufällig verteilt, sondern man kann sich das Ganze wie ein Schachbrett vorstellen. Also es fängt immer oben links in der Ecke mit den Plusvorzeichen und dann immer abwechselnd Minus, Plus, Minus, Plus und so weiter. Genau das gleiche auch nach unten. Also beim Schachbrett fängt immer oben zum Beispiel mit Schwarz an oder wie auch immer man das Schachbrett hält. Und dann entwickelt sich auch zeilenweise und spaltenweise das Ganze abwechselnd. Also, so viel zu algebraischen Komplement. Da muss man sich nur das Vorzeichen merken. Dann steht klein a i j. Das ist ein Element aus der Matrix. Ich nehme jetzt einfach mal ein Zahlenbeispiel hier zum besseren Verständnis. Zum Beispiel, wenn wir jetzt 2 als unser a i j wählen, dann wird das gefolgt von der Determinanten der übrigen Matrix. Damit ist gemeint, wenn wir jetzt das Ganze hier betrachten, dann wäre die erste Matrix, die entsteht für dieses Element, wäre das unser A, I, J. Also, wir müssten hier an dieser Stelle eine Determinante eine 3x3 Matrix ausrechnen. Und natürlich erkennen wir vorne ein Sigma, ein Summenzeichen, das bedeutet, das wird weiter wiederholt. Also, wir könnten jetzt an dieser Stelle beispielsweise das als nächstes Element nehmen. Die Matrix, die dadurch entstehen würde, wäre würde bestehen einmal aus dieser Zeile und dann aus diese zwei Zeilen. Und genauso weiter, dann dieser Element mit dieser zwei Zeilen und der letzten Zeile. Und so hätten wir 4 Rechnungen an dieser Stelle. Für den Fall, dass das vorher zu schnell ging, rechnen wir jetzt zur Verdeutlichung ein Beispiel. Also, wir haben eine 4x4 Matrix. Und zwar, wir müssen uns entscheiden, mit welcher Spalte wir loslegen. Also zur Verfügung stehen natürlich 4 Spalten. Ich werde jetzt die letzte Spalte wählen, und zwar aus gutem Grund. Hier unten habe ich schon ein Null-Element. Wir werden sehen, das bringt einen Vorteil mit sich. Man spart sich einfach eine Rechnung. Zweitens, wir erinnern uns an die Vergabe des Vorzeichens bei einer Matrix. Also hier wäre Plus, Minus, Plus, Minus. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Spalte nach unten betrachte, das ist wichtig für mein algebraisches Komplement, dann wäre das eine Minusstelle, gefolgt von einer Plusstelle, dann wieder eine Minusstelle und dann wieder eine Plusstelle. Gut, und das erste Element, wenn wir anfangen, ist die 2 hier. Das bedeutet, die dazu passende Matrix habe ich hier angedeutet. Also, ich hätte dann minus 2, wegen dieser Vorzeichengeschichte, mal die Determinante eine 3x3 Matrix, also ich deute es nur so an, 1, 1, 2, 1, minus 1, minus 3 und 1, minus 2, minus 2. Dann die nächste Matrix, also minus 2 mit dem Plusvorzeichen, dann bleibt es minus 2, mal die Matrix, die jetzt entsteht, ist aus der ersten Zeile hier, 1, 2 und 3 und die letzten zwei Zeilen. Also 1, minus 1, minus 3 und 1, minus 2, minus 2. Dann zum nächsten Element, das ist wieder, dieser Element hat wieder ein negatives Vorzeichen, also wieder minus 2. Und die Matrix, die entsteht jetzt aus den ersten zwei Zeilen. So, und 2. Und natürlich aus der letzten Zeile. So, das wäre schon die dritte Rechnung. Und dann wieder noch eine 0. Und das war dieser Vorteil, den ich vorher angesprochen habe,
Gut, ich schreibe es nur vollständigkeitshalber. Also wir hätten jetzt praktisch diese Matrix hier, die aus der ersten drei Zeilen entsteht, an dieser Stelle. Gut, jetzt, ihr merkt, ja, schön und gut, wir haben uns eine Rechnung am Ende gespart, aber das ist trotzdem noch sehr aufwendig. Wir müssen jetzt beispielsweise mit der Regel von Sarrus, dieser 3 mal 3 Determinant, das sind drei Stück ausrechnen. Also ist trotzdem verbunden mit viel Aufwand. Und ich habe versprochen, das soll ein schnelles Lösungsweg sein. Deshalb schauen wir uns an, wie wir das vereinfachen könnten. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, werden wir jetzt eine sehr wichtige Eigenschaft der Determinante nutzen. Vielleicht hat es noch jemand in Erinnerung. Addition eines Vielfachen einer Zeile oder auch eine Spalte zu einer anderen Zeile oder Spalte ändert nicht den Determinantenwert. Okay, wie könnten wir das nutzen? Wir schauen uns wieder unsere Spalte hier hinten an. Wir könnten probieren, durch Additionsverfahren einfach mal hier zwei Nuller zu erzielen. Dann, wenn wir das hätten, hätten wir eigentlich nur noch eine Determinante zu rechnen. Genauso werden wir es machen. Vom Prinzip her sehr einfach. Man addiert an dieser Stelle einfach die erste mit der zweiten Zeile. Und die erste bleibt dabei natürlich unverändert. 3, 2. Dann legen wir los. 1 plus 1 sind natürlich 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 2 sind 5. Und hier an der Stelle haben wir eine 0. Genau das gleiche können wir auch hier machen. Zum Beispiel mit der oberen 2. Die erste Zeile können wir mal minus 1 nehmen und noch mit der dritten addieren. Dann hätten wir an dieser Stelle 0. Dann hätten wir hier minus 3. Hier minus 3, minus 3 sind minus 6 und wieder 0. Und die letzte Zeile müssen wir gar nicht bearbeiten, weil sie hat schon an der richtigen Stelle eine 0. Also ich schreibe sie an dieser Stelle nur ab. So, und jetzt nach dem Laplace'schen Entwicklungssatz. Wir wählen wieder als Startwert dieser Wert hier. Wir nennen uns, das hat ein negatives Vorzeichen. Also würde das Ganze so aussehen: minus 2 mal die Determinante der übrigen Matrix. Das wäre das hier, das wäre die übrige Matrix. Also 2, 3, 5, 0, minus 3, minus 6 und 1, minus 2, minus 2. Und die restlichen Terme können wir uns einfach sparen. Das ist immer 0 mal was, 0 mal was, also die verschwinden alle. Dadurch haben wir praktisch die ganze Rechnung auf eine 3 mal 3 Determinante reduziert und die können wir zum Beispiel mit der Regel von Sarrus ausrechnen. Also dazu schreibe ich einfach mal die ersten zwei Spalten hier hinten ab und leg los. Die 2 bleibt, beziehungsweise die minus 2 bleibt einfach vorne und dann erstmal die positive Richtung. Also an dieser Stelle haben wir dann einfach 12 plus, in diesem Fall minus 18 plus 0, minus und dann die negative Richtung, minus 15, dann nochmal minus 24 und die letzte Runde ist wieder 0. Jetzt fassen wir das Ganze zusammen und bekommen an dieser Stelle für die Determinante einfach 30 raus. Also man merkt, durch dieses Additionverfahren hat man praktisch sich eine Menge Determinanten ausrechnen gespart und das ist auch der Sinn der Sache. An dieser Stelle eine noch bessere Nachricht, und zwar dieses Verfahren ist wiederholbar oder ein iteratives Verfahren. Also wenn wir uns jetzt eine 5x5 Matrix anschauen, wir könnten durch Additionsverfahren einfach, also wir starten wieder hinten, weil wir von der Aufgabe davor so gewöhnt sind. Dann bilden wir hier durch Additionsverfahren überall Nuller und dann bleibt ja diese Matrix übrig. Und hier die gleiche Taktik. Wir starten beispielsweise hier, dann bilden wir hier überall Nuller durch Additionsverfahren, dann bleibt nun so eine 3x3 kleine Matrix übrig. Und so könnte man das wiederholt anwenden und dadurch auf jeden Fall sehr viel Zeit sparen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Das ist einer der schnellsten Wege für die Berechnung der Determinante bei großen Matrizen. Um diesen Weg zu beschleunigen, haben wir eine besondere Eigenschaft der Determinante genutzt. Und als kleiner Hinweis, Determinanten besitzen mehrere Eigenschaften, die euch
sehr häufig helfen, Rechnungen abzukürzen oder zu vereinfachen. Deshalb für den Fall, dass ihr sie vergessen habt, in der gleichen Playlist findet ihr auch noch ein Tutorial über die Eigenschaften der Terminante. Und natürlich gibt es da auch noch mehrere Tutorials zu dem Thema lineare Algebra oder Berechnung mit Matrizen.